Die deutsche Wirtschaft ist die Kreislaufwirtschaft, Circular Economy, sehr wichtig. Es bietet den Unternehmen Wettbewerbsvorteile an und Möglichkeiten, im internationalen, globalen Wettbewerb sich abzugrenzen. Die deutsche Industrie hat erkannt, dass die Kreislaufwirtschaft große Chancen bietet für die Industrie, auch für die Zukunft eine große Rolle spielen wird im Wettbewerb. Und Unternehmen sind dabei, umzustellen von der linearen Wirtschaft, die momentan noch vorherrschend ist, auf eine zirkuläre Wirtschaft. Das ist festzustellen. Allerdings ist es wichtig für die Unternehmen, dass auch die Interessen der Industrie mehr Berücksichtigung finden bei den Regulierungsvorhaben, auch im Kapitalmarkt, auch bei der Finanzierung und bei den Finanzierungsfragen. Das ist sehr wichtig. Zum jetzigen Zeitpunkt finden diese Interessen eher nachgelagert Berücksichtigung. An erster Stelle im Vordergrund stehen die Verbraucherinteressen, Verbraucherschutz. Und dass diese Reihenfolge muss sich ändern. Ich würde sagen, auf Augenhöhe stehen. Die Verbraucher müssen auf Augenhöhe stehen mit der Industrie. Das würde beiden Seiten helfen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Wille da und viel größer als die Verfügbarkeit von Sekundärrohstoffen. Wir kennen die Zahlen aus den unterschiedlichen Berichten, Jahresberichten auch der Bundesregierung und wissen, dass wir maximal 24% des Rohstoffbedarfs der deutschen Industrie ersetzen könnten, substituieren könnten durch Sekundärrohstoffe. Wenn wir auf 90% gehen möchten, was wir brauchen, was wir auch wollen, dann muss da kräftig nachinvestiert werden. Es muss auch kräftig reguliert werden. Also da gibt es diese Hürden, gilt es zu nehmen. Es gilt aber eben auch gesellschaftlich diese Hürden zu nehmen. Es hat mit der Akzeptanz auch bei den Produkten, die aus Sekundärrohstoffen gewonnen werden, zu tun. Es hat mit der Finanzierungsfrage zu tun. Die Unternehmen brauchen Planungssicherheit oder generell eine sichere, stabile Umgebung, um Transformationen durchzuführen, also Transformationen zu planen und durchzuführen. Und dann können sie investieren, dann können sie transformieren und dann bekommen sie auch die Banken hinter sich, die Versicherung hinter sich, die Kunden hinter sich, die Lieferanten hinter sich vereint. Die Rolle der Standards und Normen ist dabei eine sehr wichtige, weil durch Normen und Standards ein fairer Wettbewerb entstehen kann. Das heißt, ein wirklich direkter Vergleich zwischen Produkten, Prozessen, Verfahren stattfinden kann. Diese Harmonisierungsthematik würde ich in den Vordergrund stellen. Und dann hinterher die Frage, muss da noch dereguliert werden, muss da noch an Bürokratie abgebaut werden. Ich denke, am Ende werden wir zu dem Resultat kommen, ja, wir müssen deregulieren an bestimmten Stellen, ja, wir müssen Bürokratie abbauen. Aber das als Standortnachteil per se zu formulieren, das würde ich sagen, geht etwas zu weit. Es hat ja auch Vorteile, dass wir über einen regulierten Wirtschaftssektor hier sprechen in der Kreislaufwirtschaft. Schafft Vertrauen, schafft Verlässlichkeit. Zukünftig muss das vereinheitlicht werden. Die VDE spielt bei der Harmonisierung, Deregulierung und Debürokratisierung aus meiner Sicht eine wichtige Rolle, hat in der Vergangenheit schon als Verband getan, sollte und würde auch sicherlich in der Zukunft genauso wahrnehmen, denn VDE agiert global. Insofern haben wir einmal den Vorteil eines deutschen Verbandes, eines deutschen Vereines mit ganz hohen Qualitätsstandards, aber auch der weltweiten globalen Anerkennung und Engagement des VDE. Und das ist sehr wichtig für die Industrie. Insofern ist das Engagement des VDE sehr zu begrüßen und wird in der Zukunft sehr wichtig sein.